Ist das, was wir sehen, fühlen, messen und hören können, wirklich alles? Oder gibt es da noch mehr? Zu allen Zeiten war man sich auf der ganzen Welt bewusst, dass es mehr gibt als unsere Alltagsrealität. Verborgene Welten, andere Dimensionen, spirituelle Ebenen. Jede Kultur hat ihre eigene Interpretation des Konzepts einer Realität, die jenseits unserer fünf Sinne liegt und doch großen Einfluss auf unsere physische Welt hat. Was ist dran an dieser Vorstellung? In unserer Kultur lehrt man uns nichts über andere Dimensionen. Deswegen fällt es uns so schwer, diese Orbs genannten Lichtkugeln zu verstehen, die weltweit auf Fotografien auftauchen. Die Menschen glauben nur, was sie sehen. Werden sie nun an andere Dimensionen glauben, wenn wir diese fotografisch sichtbar machen? Manche Skeptiker haben mir sogar vorgeworfen, meine Fotos wären Fälschungen. Da fühle ich mich geschmeichelt, denn damit trauen sie mir Kenntnisse in Digitalfotografie zu, die ich leider nicht besitze. Wenn ich die Fotos vergrößere, erkennt man zellartige Strukturen der Orbs. Wären sie nur Lichtstrahlen, warum sollten sie dann diese komplexen Strukturen haben? Ich bin daher der Ansicht, dass sie eine Lebensform sind, die wir erst noch entdecken müssen. Außerhalb des sichtbaren Universums, von dem wir nur einen winzigen Teil sehen können, gibt es ausgedehnte Dimensionen. Von der dreidimensionalen zur multidimensionalen Realität ist es nur ein kleiner Schritt. Und endlich werden wir uns ihrer Existenz bewusst. Meiner Erfahrung nach kommen die Orbs aus der großen Quelle allen Bewusstseins. Und sie sind hier, um uns den Zugang zu dieser Quelle zu ermöglichen. Sie kommen, um uns Zugang zu dieser Realität zu verschaffen. Wir sind hier, um das Unbekannte bekannt zu machen. Das ist unser Ziel.